Wenn Andrej Kramaric durch die Heidelberger Altstadt läuft, dann fühlt es sich für ihn wie ein Stückchen Heimat an. Nach über 5 Jahren im Kraichgau ist die Stadt am Neckar sein zweites Zuhause geworden. Auch wenn die Heidelberger Kulisse Romantik pur bedeutet, heiraten wollte der TSG-Stürmer dann doch in seiner eigentlichen Heimat Zagreb. Und das hat er erst vor kurzem getan. Ich muss sagen, dass ich bin glücklich. Ja. Ich und meine jetzt Frau, wir sind zusammen fast 4 Jahre und wir haben einfach entschieden zu heiraten und ja, wir genießen momentan in dieser Zeit. War einfach nur mit Familie, Eltern und Schwester, mit Trauzeug auch. Schade wegen Corona-Regeln, wir konnten nicht große Feier zu machen, aber einfach wir haben genießen nur in enge Familie. Sich freuen konnte Andrej Kramaric erst kürzlich auch über seine Auszeichnung mit dem kroatischen Heimatpreis. Dabei wurde er von der auflagenstärksten kroatischen Tageszeitung bereits zum 3. Mal für seine außerordentliche Leistung in der Kategorie Sport geehrt. Natürlich, Heimatpreis ist für mich etwas Besonderes. Natürlich, dass ich auf das stolz bin und ich hoffe, dass ich werde in Zukunft wieder super Geschichte mit Hoffenheim machen oder schreiben und dass ich kann wieder nächstes Jahr das schaffen. Beim Spielfeldshooting in der Heidelberger Altstadt wird schnell klar, der kroatische Nationalspieler fühlt sich der Region und der TSG eng verbunden. Auch wenn es sportlich diese Saison anders läuft als er hofft, sein Blick richtet sich immer nach vorne. Das ist einfach Fußballleben, kann nicht jedes Jahr super sein und einfach diese letzten Spiele. Wir müssen fokussieren sein, motivieren sein, zu etwas auch in nicht so schöner Zeit besser zu machen. Andrej Kramaric, die feste Säule im TSG-Sturm, der Mann für die ganz wichtigen Treffer, bestimmt auch in diesem Saisonfinale.